Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie hier heute Abend begrüßen zu dürfen zum Referat von Frau Staatssekretärin Livia Loi. Der Titel der heutigen Veranstaltung ist relativ kurz. Schweiz, EU. Ich glaube, die Aktualität des Themas versteht sich von selbst. Man muss dazu keine größeren Ausführungen machen. Ich freue mich, in unserem Kreise verschiedene bekannte Persönlichkeiten begrüßen zu dürfen, was ich aber nicht namentlich bei allen machen kann. Ich sehe den Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, ich sehe die Staatsschreiberin des Kantons Zürich, die ich speziell erwähne, weil sie unseren Anlass sponsert, also der Kanton Zürich, nicht sie privat, aber immerhin. Ich sehe den Präsidenten des ETH-Rates, ein zugewandter Ort, sage ich, des Europa-Institutes und viele andere wichtige Persönlichkeiten, die mit der Uni verbunden sind. Ja, ich habe gesagt, das Thema und die Aktualität versteht sich von selbst. Ich habe den Eindruck, dass der Nebel, der sich auf die Beziehungen Schweiz-EU gesenkt hat, im Nachgang zum Abbruch der Verhandlungen im Mai letzten Jahres noch nicht völlig gelichtet hat. Jedenfalls ist das ein bisschen mein Eindruck und unsere Hoffnung ist, dass dieser Eindruck, den ich habe, nach dem heutigen Abend verflogen sein wird. Wir wünschen und hoffen uns von Frau Loi Klarheit über die Verhältnisse und auch ein Einblick in die Absichten und in die Strategien des Bundesrates. Die Europapolitik, nicht nur die Europapolitik, ist ja so konstituiert heute, dass wir vieles schon lesen können, bevor es der Bundesrat beschlossen hat. Wir haben jetzt auch, habe ich heute Abend erfahren, das Antwortschreiben von Frau Loi an den Kabinettschef von Herrn Šefčovič kann man offenbar auch in den Medien jetzt schon lesen. Eine Unterhaltungszeitschrift der lustigen Art hat das publiziert, habe ich heute gehört. Also das sind Umstände, die natürlich auch speziell sind, wenn man Verhandlungen führen muss. Vielleicht wird Frau Loi auch dazu etwas sagen. Wie ist die Atmosphäre, wie sind die Verhältnisse, wie funktionieren diese Mekanos? Wir werden im Anschluss an das Referat die Gelegenheit haben, auch Fragen zu stellen, eine kleine Diskussion zu führen. Auch dafür freuen wir uns und danken auch, dass Frau Loi diesbezüglich bereit ist. Ein paar biografische Bemerkungen zu unserer heutigen Referentin. Frau Loi ist Zürcherin, aber auch Bündnerin. Das ist eine sehr gute Kombination, traue ich mich hier zu sagen. Sie hat in Zürich Rechtswissenschaften studiert und in Lausanne, auch eine sehr gute Kombination, hat in Zürich das Lizenziat gemacht und dann das Anwaltspatent. 1989 ist sie in den Dienst des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten eingetreten, hat da diesen Concours absolviert, hat Aufenthalt in Bern, Paris und Genf gemacht und danach war sie in verschiedenen Funktionen tätig, in der früheren Direktion für internationale Organisationen, bei der ständigen Mission der Schweiz bei den Vereinten Nationen in New York, in der Schweizer Botschaft in Kairo, Abteilung Amerika, Afrika, Nahen Osten, also ein breites Spektrum von Erfahrungen, die sie da sammeln konnte. Und sie hat auch die Leitung dieser Abteilung Afrika, Nahen Osten dann inne gehabt. Von 2009 bis 2013 war sie Missionschefin im Iran und vertrat dort auch die Interessen der USA. Sicher eine spannende Erfahrung und ein Posten, der ja etwas speziell ist und mit den schweizerischen guten Diensten auch eine Verbindung natürlich hat. Sie
war im August 2013, dann hat sie ihre Stelle angetreten als Delegierte des Bundesrates für Handelsverträge und Leiterin des Leistungsbereichs bilaterale Wirtschaftsbeziehungen im Staatssekretariat für Wirtschaft, also im SECO, im anderen Teil eigentlich der organisierten Außenpolitik der Schweiz, der manchmal in letzter Zeit, jedenfalls hat man den Eindruck, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Vom September 2018 bis Oktober 2020 war Frau Loi Schweizer Botschafterin in Paris mit Akkreditierung Frankreich und Monaco, auch ein interessanter Partner. Und dann im Oktober 2020 ernannte der Bundesrat sie zur Staatssekretärin für auswärtige Angelegenheiten und zur Chefunterhändlerin für die Verhandlungen mit der Europäischen Union. Frau Loi ist in dieser Funktion in den 8 Jahren, seit wir verhandeln, 2014, glaube ich, wurde das Mandat, Rahmenabkommen verabschiedet. Frau Loi ist die fünfte, zähle ich richtig, 1, 2, 3, 4, die fünfte Chefunterhändlerin in diesen 8 Jahren. Sie hat es, wenn man den Zeitraum betrachtet, den sie da jetzt schon ausfüllt, hat sie, glaube ich, schon fast Rekorde gebrochen. Frau Loi ist verheiratet, hat 2 Söhne. Einer ist auch da, er studiert Jus, das freut uns hier, und er wird sicher auch etwas lernen vom Vortrag seiner Mutter, wie wir alle auch. Und ich freue mich, den Platz hier frei zu machen. Livia, du hast hier das Podium. Ja, Herr Präsident des EIZ, Herr Präsident des ETH-Rates, Herr Dekan, Herr Botschafter, sehr geehrte Professorinnen und Professoren, sehr geehrte Damen und Herren. Zuerst einmal natürlich herzlichen Dank für diesen netten Empfang. Ganz so humorvoll wird es natürlich nicht weitergehen können. Sie werden das verstehen und verzeihen. Aber es ist mir trotzdem natürlich eine sehr, sehr große Freude, heute Abend hier bei Ihnen zu sein. In meiner Alma Mater, wo mir vor vielen Jahren neue Horizonte erschlossen wurden. Die Uni Zürich hat die Basis für meine spätere Laufbahn gelegt. Und so blicke ich auf meine Studienjahre mit Dankbarkeit. Und gerade hier in der Aula Magna natürlich auch mit einer Prise Nostalgie zurück. Herzlichen Dank somit an Professor Andreas Kellerhals für die Einladung. Das Thema Schweiz-EU interessiert zu Recht und das seit vielen Jahren, es wurde erwähnt. Gerne werde ich versuchen, Ihre Fragen zu behandeln, die Ihnen vermutlich gerade hier im EIZ unter den Nägeln brennen. Wo stehen wir in der Europafrage und was macht der Bundesrat? Wenn wir heute über Europa sprechen, müssen wir allerdings zwingend mit der Ukraine beginnen. Wir erleben dramatische Zeiten. Dieser Krieg hat mit seinen schrecklichen Bildern von Zerstörung und Tod, von Kriegsverbrechen und Flucht unseren europäischen Alltag aufgerüttelt. Er muss uns zum Nachdenken anregen über die Bedeutung der Zusammenarbeit und des Zusammenhalts in Europa, der europäischen Solidarität. Die Schweiz liegt im Herzen Europas und das nicht nur geografisch. Sie teilt gemeinsame Werte mit den Ländern Europas: Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Respekt für das Völkerrecht, um nur die wichtigsten zu nennen. Und so stehen wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern vor schwierigen Fragen. Fragen über die internationale Sicherheitslage, die militärische und humanitäre Situation in der Ukraine und die Auswirkungen auf unseren Kontinent und die Welt. Wie und wann kann eine diplomatische Lösung für den Krieg gefunden werden und unter welchen Bedingungen? Sind die europäischen Gesellschaften bereit, immer höhere Kosten für Wirtschaftssanktionen zu tragen, zum Beispiel im Bereich Energie? Und was wird aus der Sicherheitsarchitektur, die nach dem Fall der Berliner Mauer entstanden ist? Das Prinzip
der Sicherheit durch Zusammenarbeit in Europa unter Einbezug von Russland hat in den letzten Jahrzehnten viel zur Stabilität auf unserem Kontinent beigetragen. Politik, Diplomatie, Wissenschaft, Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft und natürlich die Akademie. Wir alle, die Bürgerinnen und Bürger von Europa, sind von dieser Situation betroffen und müssen Antworten finden. Wie Sie sich vorstellen können, Sie stehen diese Fragen im Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten ganz oben auf der Agenda. Letzte Woche nahm ich am WEF in Davos teil, das sich fast exklusiv um die Solidarität mit der Ukraine drehte. Zugleich entfaltet dieser Krieg aber auch Auswirkungen weit über Europa hinaus. Die Bedrohung für die Nahrungsmittelsicherheit in der Welt etwa, die Energieversorgung und nicht zuletzt die internationale Wirtschaftszusammenarbeit. Wird die Globalisierung je wieder das sein, was sie vor Covid und diesem Krieg war? Seit dem Beginn der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine hat der Bundesrat diese eklatante Verletzung des Völkerrechts wiederholt scharf verurteilt. Er entschied sich rasch für die Übernahme der EU-Sanktionen gegen Russland und Weißrussland. In den Wochen seit Kriegsbeginn hat er das Dispositiv laufend angepasst und verschärft, im Gleichschritt mit der EU. Bei der Umsetzung der Sanktionen arbeitet die Schweiz eng mit der EU, aber auch mit der G7 zusammen. Wir stehen alle gemeinsam vor der Herausforderung, die Wirksamkeit der Sanktionen möglichst weit zu fassen und gleichzeitig die Grundsätze des Rechtsstaates einzuhalten. Etwa in Bezug auf die Beschlagnahmung und den Einzug von Vermögenswerten stellen sich nicht ganz einfache juristische Herausforderungen. Solche Vermögenswerte sollen nicht zuletzt auch zum Wiederaufbau der Ukraine beitragen. Das Thema des Wiederaufbaus wird das zentrale Anliegen der Ukraine Recovery Conference sein, welche die Schweiz zusammen mit der Ukraine Anfang Juli in Lugano organisiert. Sie zeugt vom langjährigen Engagement der Schweiz in der Ukraine in den Bereichen Entwicklung und Reformen. Die Beseitigung der Kriegsschäden wird große internationale Unterstützung brauchen und muss über einen breit abgestützten politischen und diplomatischen Prozess laufen. Diesem Prozess wollen die Schweiz und die Ukraine gemeinsam in Lugano einen entscheidenden Impuls verleihen. Die Ukraine wird dabei ihren eigenen Wiederaufbau- und Entwicklungsplan vorstellen und die internationalen Partner sollen ihre Beiträge dazu einbringen. Auf der Traktandenliste stehen ein Austausch über Prioritäten, Methoden und Prinzipien des Wiederaufbaus sowie die begleitend notwendigen Reformen. Der Schweiz ist es wichtig, einen konkreten Beitrag zu leisten und damit auch zur Stabilität Europas beizutragen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun zum eigentlichen Thema dieses Abends kommen. Sprechen wir über die Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union. Gerne möchte ich mit einem kurzen Rückblick beginnen. Das Jahr 2022 scheint dafür prädestiniert zu sein. Merken Sie sich die drei Zahlen 50, 30, 20. Vor 50 Jahren, 1972, unterzeichnete die Schweiz ein Freihandelsabkommen mit der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Es war der Grundstein der bilateralen Beziehungen. Die Schweiz war übrigens eines der ersten Länder, mit denen die EWG formell wirtschaftliche Beziehungen aufbaute. Vor 30 Jahren, 1992, entschied das Schweizer Stimmvolk, dem europäischen Wirtschaftsraum EWR nicht beizutreten. Und vor 20 Jahren trat das Vertragspaket der bilateralen 1 in Kraft. Es bildet im Wesentlichen das Fundament des bilateralen Weges. Und heute, welche Bilanz können wir 20 Jahre später über den bilateralen Weg ziehen? Ohne einen Moment zu zögern, kann ich sagen, eine positive. Der bilaterale Weg war und ist sowohl für die Schweiz als auch für die EU von Vorteil. Unsere Beziehungen prägen mehr als 100 verschiedene Abkommen in spezifischen Sektoren.
Wir haben eine breite Partnerschaft aufgebaut, die viele Aspekte des wirtschaftlichen, aber auch des politischen Lebens abdeckt. Mit dem Zugang zum Binnenmarkt haben die bilateralen Abkommen Schweizer Unternehmer in vielerlei Hinsicht günstige Bedingungen geschaffen, auch wenn dieser Zugang sektorspezifisch bleibt. All das kommt nicht nur der Schweiz, sondern beiden Seiten zugute. Die europäische Wirtschaft hat ihrerseits Zugang zum Schweizer Markt. Dieser mag kleiner sein, in der Tat ist er entscheidend kleiner, er ist aber dennoch sehr attraktiv für europäische Akteure, wie ich Ihnen gleich anhand von ein paar Zahlen erläutern werde. Der bilaterale Ansatz ist eine Erfolgsgeschichte, die es zu bewahren gilt. Nun also kurz ein paar Zahlen zur Veranschaulichung. Häufig betrachten wir die Bedeutung der EU für die Schweiz, aber wir sollten es auch einmal umgekehrt machen, nämlich sehen, was ist eigentlich die Schweiz für die EU. Ja, die Schweiz ist für die EU die viertgrößte Handelspartnerin bei Waren und die drittgrößte für Dienstleistungen. Im letzten Jahr betrug der Anteil der EU-27 am gesamten Schweizer Warenaußenhandel rund 58%, was einem Wert von rund 266 Milliarden Franken entspricht. Dabei erzielt die EU regelmäßig einen beachtlichen Handelsbilanzüberschuss gegenüber der Schweiz. Im letzten Jahr waren es gemäß Eurostat-Zahlen 34 Milliarden Euro. Auch ist die Schweiz nach den USA und dem UK die drittgrößte Investorin in der EU mit Direktinvestitionen von gegen 700 Milliarden Euro. Mit dem Bau der NEAT hat die Schweiz 23 Milliarden Franken zum Nutzen von ganz Europa investiert und hat eine umweltfreundliche Nord-Süd-Eisenbahn für den transeuropäischen Güterverkehr geschaffen. Last but not least leben auf der Grundlage der vereinbarten Personenfreizügigkeit mehr als 1,4 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz. Das sind dreimal so viele wie Schweizerinnen und Schweizer in der Europäischen Union. Dazu kommen noch die Pendler, das sind jährlich 350.000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die jeden Tag zur Arbeit in die Schweiz kommen. Umgekehrt ist die EU, wie wir alle wissen, klar die wichtigste Handelspartnerin der Schweiz. An jedem einzelnen Arbeitstag werden Waren im Verkehr im Wert von 1 Milliarde Franken zwischen der Schweiz und der EU gekauft und verkauft. Allerdings muss man sagen, sind bei den Einzelstaaten die USA im letzten Jahr aufgerückt zur wichtigsten Exportdestination der Schweiz für Waren und haben Deutschland damit erstmals den Rang abgelaufen. Trotzdem bleibt die Geografie wichtig und wir sind auch heute noch am allerengsten mit unseren Nachbarregionen verbunden. Rein wirtschaftlich gesehen ist allein Baden-Württemberg für die Schweiz wichtiger als China. Dabei umfassen die Beziehungen der Schweiz zu ihren unmittelbaren Nachbarn fast jeden erdenklichen Lebensbereich. Vom Arbeitsrecht der Grenzgänger über die Zusammenarbeit von Polizei und Katastrophenhilfe, das Teilen der gemeinsamen Wasserläufe, die medizinische Patientenversorgung bis hin zur Infrastruktur der grenzüberschreitenden Lebensräume. Das zeigt sich nicht nur entlang der Grenze, sondern auch in den großen Veränderungen in den letzten 20 Jahren, zum Beispiel hier in Zürich. Nehmen wir als weiteres Beispiel, da wir ja hier in der Uni Zürich sind, den Bereich Forschung und Innovation. Sie wissen es und erleben es in Ihrem Uni-Alltag. Die Schweiz verfügt über erstklassige Forschungs- und Bildungseinrichtungen, die fest im europäischen Forschungsraum verankert sind. Nicht zuletzt dank der aktiven Beteiligung an europäischen Vorzeigeprojekten wie dem Human Brain Project. Meine Damen und Herren, der bilaterale Weg zwischen der Schweiz und der EU funktionierte in den letzten 20 Jahren im Großen und Ganzen gut, wenn nicht sogar sehr gut. Die beiden Vertragspakete, Bilaterale 1 und 2, widerspiegelten einen sorgfältigen Interessenausgleich zwischen beiden Seiten
und haben zur Verzahnung der Wirtschaft der Schweiz und der EU geführt, nicht zuletzt aufgrund der Personenfreizügigkeit. Über die Jahre wuchs in der EU allerdings der Wunsch, ja der Anspruch, die Funktionsweise der bilateralen Verträge substanziell zu verändern, aus Sicht der EU, um die Rechtsgleichheit und Integrität des Binnenmarkts zu stärken. Dazu gehörte insbesondere der Wechsel von der heute statischen Natur unserer Verträge zu einer dynamischen Rechtsübernahme. Die Schweiz war bereit, darauf einzusteigen, in sich bereits eine bedeutende Konzession. Damit wurde aber auch ein neuer Interessenausgleich notwendig. Die Tatsache, dass der Entwurf des Rahmenabkommens primär institutionell ausgerichtet war und im Gegensatz zu den beiden früheren Paketen nicht einen breiten Ansatz verfolgte, erschwerte einen solchen Interessenausgleich. Es war von Anfang an eine schwierige Verhandlung, die sich lange hinzog, wie Sie alle wissen. Im November 2018 befand die EU den dann zumal vorliegenden Entwurf des INSTA für ausreichend. Für die Schweiz war dies aber nicht der Fall, weshalb der Bundesrat ihn auch nicht paraphiert hat. Ab diesem Zeitpunkt begann die EU mit dem, was sie als Erosion des bilateralen Wegs bezeichnet. Sie begann, politischen Druck ganz konkret auszuüben, indem sie etwa der Schweizer Börse die Äquivalenz verweigerte, trotz Erfüllen aller Vorgaben. Die Schweiz ihrerseits führte im gleichen Moment eine umfassende interne Konsultation zum Entwurf des INSTA durch, welche den fortbestehenden Diskussionsbedarf in den Bereichen Lohnschutz und Unionsbürgerrichtlinie, aber auch staatliche Beihilfen mit der EU bestätigte. Der Versuch einer nachträglichen Klärung dieser drei Punkte mit der EU prägten meine ersten Monate als Staatssekretärin im EDA ab Ende 2020. Die EU-Kommission zeigte in diesen Gesprächen leider nicht die erhoffte Flexibilität, um den erforderlichen Interessenausgleich zu erreichen. Wesentliche Punkte, vor allem im Zusammenhang mit dem heiklen Thema der Personenfreizügigkeit, konnten nicht gelöst werden. Damit war ein Abschluss des Abkommens für den Bundesrat nicht möglich. Um die Folgen des Verhandlungsendes vom 26. Mai 2021 zu begleiten, entschied sich der Bundesrat am gleichen Tag für verschiedene Maßnahmen. So beschloss er, dem Parlament eine rasche Freigabe des zweiten Schweizer Beitrags zu beantragen und schlug der EU die Aufnahme eines politischen Dialogs vor. Nach mehreren Jahren der Verhandlungen über ein institutionelles Abkommen war es nach dem Ende desselben unerlässlich, einen Schritt zurückzutreten, um die Gründe zu analysieren, warum eine Einigung nicht möglich gewesen war, aber auch um eine Bestandesaufnahme der Situation vorzunehmen und die verschiedenen Optionen zu prüfen. Es war und ist wichtig, nicht nochmals in die gleiche Situation zu geraten wie mit dem institutionellen Abkommen. Genau diese Arbeit hat der Bundesrat gemacht. Ganz zentral war für ihn, einen Lösungsweg zu suchen, der auch innenpolitisch die nötige Unterstützung erhalten würde. In den letzten Jahren haben politische Parteien, die Zivilgesellschaft, Wirtschaftsverbände und akademische Kreise eine Vielzahl von Vorschlägen und Ideen lanciert. Der Bundesrat hat diese verschiedenen Ideen, die eingebracht wurden, studiert. Sie haben es ermöglicht, die unterschiedlichen Interessen der Schweiz in ihrer ganzen Vielfalt zu identifizieren. Wie Sie wissen, ist dies der notwendige Weg in unserem System der direkten Demokratie, in dem die interne Unterstützung von entscheidender Bedeutung ist. Das gilt auch und vielleicht stärker als früher in der Außenpolitik. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch die laufende Analyse der bestehenden Unterschiede zwischen dem schweizerischen und dem europäischen Regulierungsrahmen durch das EJPD.
In dessen Auftrag evaluiert der ehemalige Staatssekretär des SEM, Mario Gattiker, einen möglichen Abbau solcher Unterschiede aus innenpolitischer Warte, gemeinsam mit Sozialpartnern und Kantonen. Eine Verringerung dieser Unterschiede kann im Rahmen eines Verhandlungspaketes einen wichtigen Beitrag leisten. Deshalb müssen auch die Resultate dieser Arbeit letztendlich in die Verhandlungen mit der EU einfließen. Parallel zu diesen innenpolitischen Arbeiten haben wir im letzten Jahr auch die diplomatischen Kontakte mit den EU-Mitgliedern intensiviert. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Beziehungen Schweiz-EU nicht nur die Europäische Kommission, sondern auch die 27 Mitgliedstaaten betreffen. Diese waren ihrerseits nicht direkt an den institutionellen Verhandlungen beteiligt, da diese von der Kommission geführt wurden. Es ist daher wichtig, in den europäischen Hauptstädten die Positionen und die Beweggründe der Schweiz zu erklären. Dies auch, wenn das bilaterale Verhältnis Schweiz-EU in seiner Komplexität wohl primär unsere direkten Nachbarn im Detail interessiert. Nach der erwähnten Reflexionsphase hat der Bundesrat im Februar dieses Jahres neue Vorschläge auf den Tisch gelegt. Er hat damit den wiederholten Aufforderungen der EU entsprochen, Ideen für den Weg vorwärts zu präsentieren. Um die bilateralen Beziehungen zu stabilisieren und weiterzuentwickeln, hat er sich wiederum für die bewährte Form des Paketansatzes entschieden. Dieser zielt aus der Sicht der Schweiz auf drei wesentliche Interessen ab. Zum Ersten die vollständige Anwendung der bestehenden bilateralen Abkommen, einschließlich ihrer Aktualisierung, um den gegenseitigen Marktzugang zu gewährleisten. Zweitens die Möglichkeit, den gegenseitigen Marktzugang durch neue Abkommen in Zukunft auf weitere Sektoren auszudehnen, insbesondere Elektrizität, Lebensmittelsicherheit und Gesundheit. Und drittens die Fortsetzung der bewährten Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen, insbesondere in Forschung und Bildung. Gleichzeitig ist die Schweiz bereit, auf die bekannten vier Anliegen der EU einzutreten. Das betrifft insbesondere die dynamische Übernahme von relevanten Entwicklungen des EU-Rechts bei den Binnenmarktabkommen. Selbstverständlich unter der Voraussetzung, dass der Spezifizität der Schweiz als Nichtmitglied der EU Rechnung getragen wird und ihre wesentlichen Interessen durch entsprechende Ausnahmen gewahrt bleiben. Zweitens die Etablierung eines Streitschlichtungsmechanismus. Drittens Regeln für die staatlichen Beihilfen, wo sie Sinn machen. Und viertens eine Verstetigung des Schweizer Kohäsionsbeitrages. Wir schlagen zudem vor, dass die institutionellen Elemente, anders als im Entwurf des institutionellen Abkommens, in jedem einzelnen Binnenmarktabkommen verankert werden. Die Frage der Geometrie, also vertikal versus horizontal, ist allerdings weniger wichtig als die Erweiterung der Verhandlungsmasse, welche neben den juristischen Regelungen konkrete Vorschläge zur Weiterentwicklung der Beziehungen umfasst. Die Schweiz ist also, Sie sehen es, bereit, mit der EU voranzugehen und konkrete Lösungen zu finden, die im Interesse beider Seiten sind. Der Paketansatz dürfte geeignet sein, um in einem künftigen Verhandlungsprozess Kompromisse in verschiedenen Bereichen zu erleichtern und so den notwendigen Interessenausgleich zu ermöglichen. Die Schweiz ist auch davon überzeugt, dass das von ihr vorgeschlagene Paket ausgewogen ist und dass es imstande ist, den bilateralen Ansatz fortzusetzen und weiterzuentwickeln. Natürlich können weder die EU noch die Schweiz der anderen Partei ihre Vorstellungen aufzwingen. Daher ist es entscheidend, im Dialog Bereiche von gemeinsamem Interesse im Hinblick auf zukünftige Verhandlungen zu identifizieren. Mit diesem Ziel hat mich der Bundesrat beauftragt, Sondierungsgespräche in Brüssel zu führen. Sondieren bedeutet noch nicht verhandeln. Wir loten derzeit aus, ob wir eine gemeinsame Agenda für spätere Verhandlungen
festlegen können. Zwischenzeitlich habe ich mich zweimal mit Juraj Nociar, dem Kabinettschef von Kommissionsvizepräsident Šefčovič, getroffen. Es kann nicht überraschen, dass in diesem frühen Stadium nach wie vor größere Differenzen bestehen. Es ist daher notwendig, diese Sondierungen weiterzuführen. Sie haben ja vermutlich auch von dem Brief gehört oder gelesen, den ich vor kurzem von meinem Gesprächspartner erhalten habe. Die eigene Position schriftlich festzuhalten, parallel zu zum mündlichen Austausch, ist nicht ungewöhnlich in einer solchen Sondierung. Eher etwas ungewöhnlicher ist natürlich, dass der Brief nachher in den Medien landet und, sagen wir mal, es erschwert auch ein klein wenig den Aufbau von gegenseitigem Interesse, wenn man via die Presse kommunizieren muss. Wenn man über die Presse kommunizieren muss. Aber bon, das ist die heutige Zeit und damit kann man leben. Und inhaltlich muss ich aber sagen, orientiert sich dieser Brief weiterhin sehr stark am Entwurf des INSTA und den dort diskutierten Lösungen. Der Bundesrat hat aber sehr klar gesagt, dass es für ihn nach der Beendigung der Verhandlungen des INSTA kein INSTA 2.0 geben kann. Das Ziel bleibt hingegen, die Beziehungen zur EU zu stabilisieren und ihr neue Impulse zu geben. Mein eigenes Schreiben an Kabinettschef Nociar können Sie heute in der Zeitung finden. Ich brauche das in diesem Sinn nicht weiter zu erläutern, aber es wird dort der Ansatz etwas weiter ausgeführt, den ich Ihnen soeben vorgestellt habe. Ja, meine Damen und Herren, hier an der Universität Zürich werden Sie sich vor allem fragen, was in dieser Zeit eigentlich mit der Forschungszusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EU passiert. Die Assoziierung an Horizon Europe und Erasmus Plus bleibt für die Schweiz eine Priorität. Wir sind startbereit, sofort Verhandlungen mit der EU für eine Assoziierung anzufangen. Diese macht aber weiterhin eine Verbindung zwischen diesem Dossier und einer Lösung der institutionellen Frage, obschon es bei der Teilnahme am Forschungsprogramm nicht um den Binnenmarktzugang geht. Und diese Teilnahme im Übrigen anderen Drittstaaten gewährt wird, wie etwa der Türkei oder Israel, die, glaube ich, etwas weniger eng mit der EU verzahnt sind als wir. Diese politische Verknüpfung schadet dem gesamten europäischen Wissenschaftsstandort, nicht nur der Schweiz. Nicht zuletzt befinden sich in der Schweiz einige der besten Universitäten Europas. Zugleich wird aktuell auch den britischen Top-Universitäten aus politischen Gründen die Beteiligung an Horizon Europe verweigert, was ebenso wenig im Interesse der europäischen Wissenschaft und Innovation liegen kann. Seit Herbst 2021 hat der Bundesrat breit angelegte Übergangs- und Ergänzungslösungen verabschiedet, um die negativen Auswirkungen auf die Schweizer Forschung zu kompensieren. So hat er etwa beschlossen, Schweizer Beteiligungen an EU-Projekten oder Schweizer Ausschreibungen in den Bereichen, in denen Schweizer Forschende nicht mehr zugelassen werden, direkt zu finanzieren. Anfang Mai hat er weitere umfangreiche Maßnahmen entschieden, um die Situation zu überbrücken. Ich muss gestehen, dass ich etwas Mühe habe, die Logik der Kommission in dieser Frage nachzuvollziehen. Die Schweiz trägt dazu bei, den Wissenschafts- und Forschungsstandort Europa im globalen Wettbewerb zu stärken. Das Interesse an einer Assoziierung sollte daher geteilt sein. Wie man auch sieht, ist es das insbesondere in verschiedenen Mitgliedstaaten, die auf einen Einbezug der Schweiz drängen. Europa ist stark, wenn es geeint auftritt und der Zusammenarbeit untereinander keine Steine in den Weg legt. Diese Einsicht muss umso mehr gelten in Anbetracht der gegenwärtigen geopolitischen Lage. Meine Damen und Herren, heute sind wir mit der Rückkehr des Krieges in Europa konfrontiert. Da ist Zusammenstehen unserer europäischen Wertegemeinschaft vonnöten. Diese Werte liegen den Schweizerinnen und Schweizern am Herzen.
Unser Land hat nicht zuletzt eine wichtige Rolle bei deren Entwicklung gespielt, sei es bei den Menschenrechten, der Demokratie oder einer liberalen Wirtschaftsordnung, sei es bei der Entstehung des humanitären Völkerrechts, das seinen Ursprung bekanntlich in Genf hat. Es ist keine leere Floskel, sondern gelebte Realität, dass die Schweiz Teil dieser Wertegemeinschaft ist. So trägt unser Land die Sanktionen der EU gegen Russland und Belarus mit und zeigt sich solidarisch bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge wie auch bei der Hilfe, bei der Leistung humanitärer Hilfe in der Ukraine und in ihren Nachbarländern. Die militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine stellt einen Angriff auf diese gemeinsame Weltanschauung dar. Gleichzeitig bedeutet sie eine Zäsur für die europäische Sicherheitsarchitektur. Diese basiert auf den Gründungsprinzipien der OSZE, an deren Aufbau auch die Schweiz aktiv mitgearbeitet hat. Dazu gehören Dialog, Achtung der Souveränität und der Menschenrechte, Prinzipien, die auch für das schweizerische Selbstverständnis zentral sind. Der Krieg hat in Europa und in der EU vieles verändert. Die Mitgliedstaaten haben sich aber nicht auseinanderdividieren lassen, sondern haben die Reihen geschlossen und sich solidarisch hinter die Ukraine gestellt. Die EU hat es mit wenigen Ausnahmen geschafft, schnell und kohärent zu reagieren und teils neuartige, bislang undenkbare Maßnahmen zu ergreifen, beispielsweise die Lieferung militärischer Ausrüstung an die Ukraine oder auch die unbürokratische Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge mit einem neuen Statut, das ihnen mehr Rechte als anderen Asylsuchenden verleiht, oder auch die harten Sanktionen gegen Russland, immerhin eine Vetomacht im Sicherheitsrat, und gegen Belarus, wie etwa den SWIFT-Ausschluss mehrerer russischer Banken. Trotz einiger Spannungen über den Umfang der Maßnahmen ist es gelungen, den Druck auf Russland damit massiv zu erhöhen. Die Problematik weitergehender Sanktionen im Bereich der Energie zeigt zugleich, dass der Schulterschluss innerhalb der EU auch ein Kraftakt ist. Meine Damen und Herren, 1946 war Winston Churchill hier an der Uni und hielt seine denkwürdige Rede «Let Europe arise». Er rief darin zur Schaffung einer Art Vereinigter Staaten von Europa vor, damit Europa in Frieden, Sicherheit und Freiheit bestehen könne. 76 Jahre später ist die Europäische Union längst Realität, auch wenn ihr Integrationsgrad weiterhin Gegenstand von Diskussionen bildet. Dennoch bleibt Churchills Aufruf aktuell. Wie kann sichergestellt werden, dass alle Menschen in Europa, nicht nur die Bürgerinnen und Bürger der EU, in Frieden, Sicherheit und Freiheit leben können? Der EU stellen sich heute grundlegende Fragen. Zum einen, wie sie ihre Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik ausgestalten soll. Wie Sie wissen, will die Ukraine den Status einer Beitrittskandidatin erlangen, während andere Länder, namentlich auf dem Balkan, seit Jahren darauf warten. Einige Mitgliedstaaten stehen neuen Erweiterungsschritten offen gegenüber, andere wollen primär die Integration für ein weiteres Zusammenwachsen im Innern der EU fördern. Auch die Idee der Communauté politique européenne des französischen Präsidenten Macron zu einer neuen Art der Kooperation in Europa jenseits des EU- oder EWR-Rahmens zeigen, dass wieder etwas Bewegung in die Frage eines Europe à plusieurs vitesses gekommen ist. Interessant ist dabei, dass die Kooperation in Europa unter einer veränderten Perspektive betrachtet wird. So scheinen nicht mehr ausschließlich Länder auf dem Weg hin zu einem EU-Beitritt Teil dieser Überlegungen zu sein, sondern europäische Länder schlechthin. Das jedenfalls darf man aus dem Hinweis Macrons auf das Vereinigte Königreich schließen. Damit sind diese Überlegungen selbstverständlich auch für die Schweiz sehr relevant und bieten einen interessanten Ansatz für eine weitere Stärkung der Zusammenarbeit innerhalb Europas.
Zum anderen steht die Zukunft der europäischen Sicherheitsarchitektur zur Debatte, um die Stabilität Europas zu sichern. Darüber hinaus aber auch die unumgängliche Neuausrichtung der Energiepolitik, die unsere Abhängigkeit von Russland, zugleich aber natürlich auch unseren Carbon Footprint reduzieren muss. Die wichtigen Themen der Sicherheit und Verteidigung, Energieversorgung, wirtschafts- und politischer Zusammenarbeit sind für die Schweiz selbstverständlich ebenso bedeutsam wie für die EU. Der Krieg wirft auch für die Schweizer Bevölkerung viele Fragen auf. Ob die Sanktionen mit der Neutralität vereinbar sind, ob es sinnvoll ist, sich der NATO anzunähern und wie weit die Zusammenarbeit der EU im Bereich Sicherheit und Verteidigung ausgebaut werden kann. Diese drei Fragen sind legitim und ich möchte zum Abschluss drei Bemerkungen dazu machen. Erstens, die Schweiz bleibt ein neutrales Land. Im russisch-ukrainischen Kontext wenden wir seit 2014 das Neutralitätsrecht an. Dessen Kerngehalt besteht in der Pflicht des neutralen Staates, den Konfliktparteien keine militärische Unterstützung zukommen zu lassen. Sanktionen, mit denen eine Verletzung des Völkerrechts bestraft werden soll, fallen nicht unter das Neutralitätsrecht. Die Neutralitätspolitik ihrerseits erlaubt einen Gestaltungsspielraum, um relevante politische Entwicklungen einzubeziehen. So war es das schwerwiegende Ausmaß der Völkerrechtsverletzung Russlands, das nach einer starken Reaktion der Schweiz verlangte. Dementsprechend hat der Bundesrat entschieden, die weitreichenden Sanktionen der EU zu übernehmen. Ein Vorgehen, das übrigens keineswegs neu ist für die Schweiz. Tatsächlich hat die Schweiz im Laufe der Jahre die meisten von der EU beschlossenen Sanktionen ganz oder teilweise übernommen. Diesbezüglich hat Bundespräsident Gassis in seiner Eröffnungsrede am WEF letzte Woche folgende interessanten Erläuterungen gemacht. Neutralität ist nicht mit Gleichgültigkeit gleichzusetzen. Die Außenpolitik der Schweiz hat sich den internationalen Entwicklungen immer angepasst und tut dies auch weiterhin. Angesichts des Krieges in Europa verfolgt die Schweiz eine unabhängige Politik der sogenannten kooperativen Neutralität. Das ist nicht immer eine einfache Übung. Sie bedeutet nämlich, sich ständig an internationale Entwicklungen anzupassen und die Interessen abzuwägen, ohne das Privileg zu haben, sich hinter einem Block oder einer Allianz verbergen zu können. Zweitens, die Schweiz pflegt diplomatische Beziehungen zu allen Ländern, unabhängig davon, ob sie deren Werte teilt oder nicht. Russland hat den Krieg in der Ukraine begonnen und eine Lösung für diesen Krieg muss unweigerlich auch das Land einschließen, das den Krieg ausgelöst hat. Die internationalen Reaktionen, die auf eine absolute Isolierung abzielen, sind verständlich, bergen aber auch Risiken. Jenseits von emotionalen Reaktionen muss es einen Raum für Dialog und diplomatische Bemühungen geben, ohne den ein Frieden mit Russland gar nicht möglich ist. Und drittens, die Schweiz wird aller Voraussicht nach nächste Woche in den UNO-Sicherheitsrat gewählt für die Jahre 2023-2024. Diese Kandidatur wurde vor 10 Jahren lanciert und ist heute trotz oder vielleicht gerade wegen der teilweisen Blockade des Sicherheitsrates von ganz besonderer Bedeutung. Die Tatsache, dass ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats so offen gegen die Charta verstößt, stellt eine gravierende Herausforderung für die UNO und ihre Glaubwürdigkeit dar. Gleichzeitig darf nicht vergessen werden, dass viele UNO-Institutionen ihre Mandate gut erfüllen. Auch im Ukraine-Krieg sind die verschiedenen Agenturen aktiv, beispielsweise das UNHCR zum Schutz der Millionen von Flüchtlingen. Das Wohlergehen der Schweiz hängt von einem funktionierenden Multilateralismus und von universellen Normen ab, die von allen Ländern respektiert werden. Die Schweiz will deshalb aktiv zur Suche nach Lösungen beitragen. Mit ihrem Fachwissen, aber auch mit ihrer großen Erfahrung
aus einem politischen System, das zentral auf dem Prinzip des Konsens aufbaut. Die Schweiz muss und will mit Ländern, die ihre Werte teilen, zusammenarbeiten, um eine friedliche, auf dem Recht basierende internationale Ordnung zu fördern. Mehr als in den 3 Jahrzehnten seit dem Fall der Berliner Mauer müssen wir uns für unsere gemeinsamen europäischen Werte wehren. Diese Basis ist stark genug, um auch eine gewisse Eigenständigkeit voneinander zu erlauben. Es ist diese Überzeugung, meine Damen und Herren, die uns mit Blick auf unser gemeinsames Haus Europa anspornt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.